zurück aus der Mittagspause. Und ja, herzlich willkommen zur Uraufführung des Alpha-Trios. Wir haben einen Gast heute, das ist Dr. Markus Grall. Wahrscheinlich momentan einer der am meisten beschäftigten Finanzanalysten. Gelernter Risikomanager, bekannt auch für seine Bücher und, wie ich den Medien entnommen habe, seit einiger Zeit auch Vorsitzender der Geschäftsführung von Degussa Goldhandel. Auch da gibt es einiges zu tun. Und von daher vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke für die Einladung. Ja, und natürlich auch herzlich willkommen an das Stammpersonal des zukünftigen Alpha-Trios. Ich fange hier auf meiner Rechten mal an. Ich würde mal sagen, der Gentleman des Value Investing trifft es, glaube ich, ganz gut. Danke. Markus Elsässer, seit Jahrzehnten im Geschäft und auch wirklich jemand, von dem man weiß, wenn der in ein Unternehmen investiert, der kennt nicht nur die Bilanz auswendig, sondern der kennt auch vom Vorstand bis zur Putzfrau die Leute persönlich. Und das ist ein Markenzeichen. Und natürlich, ich habe heute Morgen schon gesagt, zu meiner linken Seite der Kopfgeldjäger. auch die zweite Version zum Stammpersonal. Und diese Idee von Alpha-Trio ist ja ganz, ganz neu. Und Florian, vielleicht kannst du mal auch erzählen, wie du zu dieser Idee gekommen bist und in welche Richtung das gehen soll. Danke, Steffen. Das Konzept ist ja nicht so ganz neu. Also die meisten Dinge sind überhaupt nicht neu. Dr. Elsässer und ich waren bei einer Unternehmung de facto von Focus in einem börsianischen Quartett. Und was mir an dem Quartett nicht gefallen hat, ist, dass teilweise die Gäste unterkalibrig waren. Ich meine, das ist nicht boshaft, aber wir wollen schon ein vernünftiges Niveau halten, ja. Und ich möchte auch nicht alle 3 Sekunden mit meinen Augen rollen sagen, das ist Folter. Also foltern, bin kein Masochist. das nächste Thema war, dass man mit diesem Gast oder mit der weiblich-männlich, egal, neutral, auch egal, dass diese, dass man 4 Themen dann angriff in ungefähr so einem Stundenformat. Das ist wirklich dünnes Bier, ja. Und ich habe dann das Gespräch mit meinem alten guten Freund Michael Uhlemann geführt. Ja, liebe Leute, die Idee ist ja grundsätzlich gut, aber können wir da mal ein bisschen Schmackes und Qualität reinbringen und ein bisschen Kontroverse? Dr. Elsässer und ich haben wirklich einen ähnlichen Background. Aber Dr. Elsässer hat sich eher in diese moderne dynamische Value-Ecke bewegt und ich bin sehr, sehr fokussiert auf Total Return Investments, aber es ist sehr erfrischend für mich, der gibt mir auch mal Kontra, also Halleluja, gut, wunderbar, es kommt was raus, es wird was mitgeteilt, es muss hier was landen und ich hasse auch, sorry, das ist zu viel gesagt, ich gehe da einfach nicht hin zu Anlagekonferenzen, wo, in denen wenig Konkretes zu holen ist. Entweder was ihre Assets betrifft, Asset Protection betrifft, Finanzrepression, konkrete Anlageideen, Strategien, das muss brummen. Es muss, die Lichter müssen angehen. Hier, sonst geht hier drüben auch gar nichts an. Und deswegen bin ich, ist das so entstanden letztlich. Und der Markus ist natürlich prädestiniert. Der ist ja so krass teilweise. Oha, oha. Dass ich mich noch als relativ verhalten fühle. Ja? Also ich bin ja erzkonservativ, Markus. Und deswegen freue ich mich heute auf die erste Auflage. Ich weiß nicht, ob wir es immer so toppen können werden. Von der Qualität der Gäste, das wird nicht am mangelnden Einsatz. Ja, dann wollen wir gleich mal reinstarten in die Themen heute. Heute werden es 3 Themen sein. Und da werden wir doch gleich mal auch die Krassheit des Markus Grall hier mal austesten. Ich werde mal ganz kurz die 3 Themen des heutigen Tages beschreiben. Erstes Thema, was wir hier besprechen wollen, ist, wie investiere ich bei negativen Zinsen? Wie investiere ich in einem negativen Zinsumfeld? Da geht auch gleich die erste Frage an Sie. Das zweite Thema, wie profitiere ich von Marktvolatilität, von Marktnervosität, das ist das, was Florian, was du heute als scheißegal bezeichnet hattest. Ja, wunderbar. Scheißegal. Das ist scheißegal, aber scheißegal. Es ist wunderbar, wo der Markt hingeht. Aber es Thema ist wunderbar, wenn er sich viel bewegt. Ja. Und das dritte Thema ist, kann man überhaupt noch sein Vermögen momentan in der Eurozone lassen, wenn wir jetzt sehen, auch mit der neuen EZB-Präsidentin,
Oder muss man da nicht gleich losrennen? Aber wir fangen jetzt erstmal an. wir fangen jetzt erstmal an mit, was macht man jetzt eigentlich in einem negativen Zinsumfeld? Oder ist das nicht eigentlich positiv gewesen? Weil das negative Zinsumfeld kommt ja aus der Geldschwemme. Und die Geldschwemme hat dafür gesorgt, dass eigentlich ja alles angestiegen ist. Die Aktien sind gestiegen, die Immobilien und selbst die Renten sind ja auch angestiegen, weil die Kurse immer steigen. Ne? Je weiter die Zinsen runtergehen. Also was ist eigentlich schlecht daran, in so einem negativen Zinsumfeld? Und Drogenrausch ist auch eine super Sache. Also das negative Zinsumfeld macht natürlich eine Sache. Es nimmt den Märkten eigentlich die wesentliche Information für die Frage, was überhaupt noch eine gute Investition ist. Eine Investition, die berechnet man normalerweise, indem man den abgezinsten Barwert der freien Cashflows irgendwie versucht abzuschätzen, sich ein Bild drüber zu machen. Mit unterschiedlichsten Methoden, manchmal mit Faustregeln, manchmal mit Bauernregeln, hätte ich beinahe gesagt. Ja, manchmal mit Mathematik, manchmal mit Modellen, aber letzten Endes, ich muss abzinsen. Und abzinsen bedeutet, dass ich irgendwie einen Punkt brauche, wo ich den Nagel in die Wand schlage. Und es ist nun mal der Zins, der mir die Opportunitätskosten jeder Investition sagt. Das heißt also, erstmal überhaupt einen Nullzins zu machen, das bedeutet, wir sind hier in einem fensterlosen Raum. Wir kleben jetzt alles so zu, dass nirgendwo mehr Licht reinkommt. Anschließend machen wir das Licht aus. Der Zins ist nämlich der Scheinwerfer an der Decke, der den ganzen Raum erhält. Und dann machen wir hier blinde Kuh. Und versuchen, irgendwas hier zu finden. Unter einem von diesen 1000 Stühlen ist ein Investment verborgen. Finden Sie es. Bitte, Sie können alle gleichzeitig aufstehen. Ja, alle 1000 können gleichzeitig aufstehen, danach suchen. Sie wissen nicht, unter welchem Stuhl. Das Licht ist ausgeschaltet. Und jetzt guckt jemand durch die auch geschwärzte Türe rein und brüllt Panik. Das ist eigentlich das, was wir mit dem Nullzins im Investment fürs Investieren tun. Wir schalten die Grundinformation aus. Jetzt ist es natürlich so, dass, weil der Nullzins auch wie eine Droge wirkt, diese Droge des billigen Geldes, die uns alle einlullt und die uns sagt, ja, die Aktienkurse steigen doch und die Bondkurse sind ja sowieso auf dem Rekordniveau aller Rekordniveaus, die größte Blase aller Zeiten. Ich würde mal schätzen, deren Hohlraum beträgt so ungefähr 70-80 Billionen Dollar mindestens, vielleicht auch mehr, wenn man sich mal das Gesamtvolumen an Kredit auf der Welt anschaut und wie er bewertet wird. Und bei Immobilien ähnlich, das heißt, wir pumpen überall mit diesem Nullzins heiße Luft rein und sagen, es ist alles super. Ja, die Blasen steigen auf, unsere Tulpenzwiebelparty, die ist in vollem Gange. Und dann ist die Frage, wie investieren wir? Und das Interessante am Nullzins ist, dass er sich jetzt schon eine ganze Weile hält, aber dass wir wissen, dass er die Ungleichgewichte akkumuliert, weil wir suchen ja alle den falschen Stuhl, weil der eine Stuhl, unter dem das angeblich so tolle Investment verborgen ist, der steht gar nicht hier im Raum, der steht da draußen vor der Türe, aber die Tür ist zu. Und das ist so das Bild, das ich eigentlich vor Augen habe. Also mache ich zwei Dinge. Ich sage mir, entweder wette ich darauf, dass die Kiste an die Wand fährt, das ist die aggressive Strategie, oder ich sage, ich muss mich jetzt irgendwie so aufstellen, dass ich zwar weiß, dass die Kiste an die Wand fährt, da ich aber nicht genau weiß, wann und wie und in welchem Winkel, gehe ich in die defensive Strategie. Das sind die zwei Grundüberlegungen, die ich dazu zu bieten habe. Und die aggressive Strategie, die ist wie immer ganz einfach. Geh short auf Banken und short auf den Euro. Sieh zu dann, was dann passiert. Wer short auf die Banken gegangen ist vor 2 Jahren schon, als ich den Draghi-Crash veröffentlicht habe, der ist damit nicht so schlecht gefahren. Ich kenne da ein paar Jungs in London, die sich damals so einen kleinen Fonds gebastelt haben und die haben da mehr Geld investiert, als ich im Leben gesehen habe und jetzt ist es noch mehr. Und die Alternative, und das ist die, der so ängstliche Menschen wie ich leider zuneigen, ist Vermögenssicherung, das heißt also aus den Blasen sich fernhalten. Auch wenn die Party da vielleicht noch eine Weile weitergeht und man die Opportunitätskosten steigender Kurse nicht mitnimmt, weil die Reise nach Jerusalem endet bald oder irgendwann auf jeden Fall. Und man wird sicher nicht, also diese Strategie, ich werde noch kurz vor dem Knall den nächsten Dummen finden, der es mir abnimmt, die traue ich mich nicht, bin ich nicht intelligent genug für. Und deswegen, also einbunkern ist eigentlich die Devise. Also und einbunkern heißt für mich Gold, Silber, Cash und Währungen außerhalb des Euroraums, aber nicht in Form von Bankkonten, sondern halt in Form von kurzlaufenden Anleihen, weil ich den Banken auch außerhalb der Eurozone nicht vertraue. Nicht, weil die schlecht geführt werden, sondern weil die Ansteckungsgefahr über Derivate und in der Bankenmarkt einfach zu groß ist. Und das ist so die Quintessenz der Sache.
Ja, Markus Elsässer, ich glaube, für einen Value-Investor ist so ein Nullzinsumfeld eigentlich ja auch etwas, wo man seinen Job ja eigentlich einstellen kann. Ne? Ich kann nicht mehr abdiskontieren. Wie kann ich denn überhaupt noch Unternehmen bewerten in so einem Umfeld? Das ist ja eigentlich schier unmöglich. Oder was kann man da machen? Also Herr Krug, völlig falsch gesehen. Also ich gehe da ganz pragmatisch ran. Und ich glaube, fast alle Leute in Deutschland stehen ja vor dem Problem, dass sie Liquidität haben. Jetzt erst feststellen, ach ja, es gibt ja wirklich keine Zinsen und haben aber nicht gelernt, damit umzugehen. Und ich glaube, was jeder vor sich eingestehen muss, ist, dass einfach die Zeiten, dass es da Banken gab, die einem als No-Brainer einfach Zinsen geboten haben, was ja von jeher sowieso eine schlechte Anlage war, weil sie waren ja im Papiergeld ein Verlierer durch die Inflation. Aber sie hatten wenigstens diese Verlockung des Zinses. Das ist vollkommen vorbei. Das heißt, die Rolle der Banken, ihnen sozusagen einen gripslosen Zustand mit ihrem Geld zu ermöglichen, dass sie über ihren Urlaub nachdenken, den nächsten Autokauf und was weiß ich, die Kosmetiktermine, aber nicht über Geld nachdenken, diese Zeit ist vorbei. Das heißt, um die sehr richtigen Argumente von Dr. Krall fortzuführen, gehe ich einen Schritt weiter. Sie müssen sich mobilisieren und die Überschrift heißt an den Banken vorbei. Die Banken sind oder irgendwelche Zahlungssammelbecken sind nur noch da, ihren Zahlungsverkehr abzuwickeln. Und wenn jemand zum Beispiel jetzt nicht ans Gold glaubt oder eben nicht Aktien analysieren kann oder nicht Riesenaktiendepots aufbauen kann, dann ist ja gar nicht schlimm. Dann gehen Sie mal zurück 150 Jahre und dann produzieren Sie Ihren Zins selber, indem Sie Ihren Neffen finanzieren, der, nachdem er eine Bäckerlehre gemacht hat und jetzt macht er sein Meister, finanzieren Sie ihm den Meister. Sie machen ein familieninternes Darlehen. Man muss mehr denken wie chinesische Großfamilie. Der Staat drumherum taugt gar nichts für Ihr Geld. Also müssen Sie mit Leuten arbeiten, denen Sie vertrauen können. Und dann leihen Sie eben dem Neffen Geld oder Ihrem Sohn, finanzieren den Sachen, anstatt dass sie ängstlich auf ihrem Geld hocken bleiben und das alles erst übergeben, wenn sie tot sind. Also ich glaube, es gibt ganz viele Wege in allen ihren Lebensbereichen, Berufsumfeld, Alter und so weiter, wo man, wenn man ein bisschen die Kölner sagen, das Arsch hoch, sie müssen den Arsch aus dem Sessel kriegen und ein bisschen was mit dem Geld tun, weil das war früher immer so. Wer Geld nur dumm rumliegen lässt, der kommt zu nichts. Also diese bequeme Zeit, ich nenne es die Heinz-Rühmann-Zeit, wo man eingelullt wurde, sie brauchen sich gar nicht kümmern, sie kriegen ja 6% auf Bahn- und Postanleihen und ist doch alles in Ordnung. Das war eine Fiktion, die war zeitweilig nötig, die ist vorbei, also sind jetzt selber dran. Das heißt also, ein bisschen Zeit müssen Sie investieren. Vielleicht jeden zweiten Sonntag von 16:30 bis 19:00 wird übers Geld geredet. Und wenn Sie das nicht bereit sind zu tun, dann sind Sie selber schuld. Ende. Florian, wir haben heute Morgen von dir gelernt, du kannst fallende Märkte, du kannst steigende Märkte, kannst du auch negative Zinsen. Also ja, negative Zinsen, die freuen mich enorm. Und das wird wahrscheinlich, ich möchte das nicht zu stark ausführen, aber negativ verzinste Anleihen sind ein Traum. Ich lasse es jetzt mal wirklich so stehen, aus ganz klaren Gründen. Wir sind in einer Endspielphase in sehr toppischen Märkten, in denen man jetzt eine Zinssubstitute finden will. Ja? Die schlimmsten Auswirkungen sieht man in Staatsbankrotts oder wieder mal der siebte, glaube ich, mittlerweile. Die sind mehr pleite als solvent. Argentinien, Griechenland ist verhindert worden, Türkei ist ein ernstes Thema. Und diese Suche nach Zinssubstituten, da haben wir doch 3 Jahrzehnte japanische Erfahrung. Wir können uns daher mal den Film anschauen, wie der in Japan lief. Und da gab es auch bei diesen stabilen Dividendenaristokraten, das ist ja auch ein Stil, den Dr. Elsässer bestens kennt, und dynamischen Wachstumsaktien. Nur da ist man angekommen in einem Niveau, wo die, erstmal sind einige Unternehmen gar nicht so unzüglich. Also sie sind zyklisch. Zweitens sind die Bewertungsbandbreiten sehr hoch.
Und ich tue mir schwer. Aber wie ist es denn mit den bereits heute erwähnten Tabakaktien? Ob es die tschechische Philip Morris ist, ob es eine Altria ist? Da bin ich bei 8% und habe eine vernünftige Coverage. Ist nicht ganz unproblematisch. Oder wir haben heute ein Unternehmen hier, das eine Anleihe auch mal umschreibt. 7%. Und es ist keine Theorie. Wir hatten 4 amerikanische Investment-Grade-Bonds. Da hatte man eine Verzinsung von grob 4,5% und hat einen Wertzuwachs in der Anleihe von 4-5%. Und man hatte noch einen Dollar-Euro-Effekt von 6-7%. Also wenn ich mit einer Anleihe 15-20% verdienen kann und mich mir jetzt die richtigen raussuche, und das ist ein bisschen Special Situations Markt, ja, ist auch für eine Privatperson oft einfacher als für einen großen Fonds, weil Anleihen in der Größenordnung 50 Millionen, und ich hasse Mittelstandsanleihen, ich rede nicht über Mittelstandsanleihen, aber Anleihen Größenordnung 50, 30, 50, 100 Millionen, nicht zyklisch, verzinst, die wird profitieren von Negativzinsen. Die geht ja vielleicht 7-8% hoch. Das ist Mangelware, es muss aber sehr sicher sein. Und eins ist doch auch klar, negative reale Zinsen korrelieren wahnsinnig gut mit Gold und Edelmetallen. Und wie man die Edelmetalle spielt, ob man sie mit einem Dividendenwert wie Poly-US, Poly-Metal spielt, der auch noch eine 3-5% Dividende hat, das ist natürlich das Allerbeste. Aber leider ist der Trade nicht perfekt aufgegangen, weil dazwischen gab es einen politischen Markt und eine Oligarchenjagd. Also die Investitionsdisziplin jetzt so zu strukturieren, dass man echt davon profitiert, von diesem Pricing-Umfeld, wo kein Preismechanismus zu bewerten ist, ist überhaupt nicht schlimm, weil du aus dem Portfolio-Mix Edelmetalle, Special Situations und Shorts wirst du genug Geld verdienen können, und ich möchte nicht marktabhängig sein. Die Fallhöhe ist spooky. Ja? Ja, ich kann mir vorstellen, da kommt gleich so ein bisschen Widerspruch von der Krall-Seite. Wir haben jetzt gehört, man kann von der Investorenseite, negative Zins unproblematisch, man kann damit gutes Geld verdienen. Aber was heißt denn das eigentlich auch für gewisse gesellschaftliche Entwicklung, so ein Negativzins? Die Schere zwischen Arm und Reich geht auf. Was vielleicht für den Investor eine tolle Möglichkeit ist, hat ja möglicherweise auch gesellschaftliche Auswirkungen, die dann nicht ganz so rosig sind. Ja, zunächst mal muss ich an einer Stelle jetzt enttäuschen, ich werde das nicht widersprechen. Und zwar deswegen, weil die Ausführungen von Florian und von mir einfach Ausdruck unterschiedlicher Risikoneigung sind. Ja, wir haben keine unterschiedliche Analyse der Sachlage, wir haben eine unterschiedliche Risikoneigung. Und dementsprechend kommen unterschiedliche Strategien raus, das ist völlig logisch. Aber richtig ist natürlich die zweite Hälfte der Frage, nämlich was ist denn die gesellschaftliche Implikation dieser Angelegenheit? Und die gesellschaftliche Implikation ist etwas, was ich schon sehr lange sehr massiv kritisiere, und zwar weil diese Geldpolitik, dieses enorme Drucken von frischem Geld, und zwar nicht immer gleichmäßig, sondern in Schüben. Das Geld wird ja quasi auch, hat auch eine, die Druckgeschwindigkeit hat auch eine Volatilität. Und diese Schübe des Gelddruckens, die setzen immer dann ein, wenn die Märkte ins Rutschen kommen. Warum ist das so? Weil die Zentralbanken eine Abneigung gegen Crashs haben. Ja, ich verstehe das sogar. Jeder hat eine Abneigung, oder fast jeder hat eine Abneigung gegen Crashs. Aber die Zentralbanken ganz besonders, weil es bei ihnen diesen Pavlovschen Reflex auslöst. Bitte kein zweites 1929. Und deswegen öffnen sie die Geldschleusen jedes Mal, wenn irgendwo die Märkte ins Rutschen kommen. Das hat natürlich Konsequenzen. Und zwar deswegen, weil man spekulativ auf das Verhalten der Zentralbank wetten kann, statt auf die darunterliegenden ökonomischen Sachzusammenhänge. Und obwohl ich Spekulation per se für etwas Gutes halte, weil Spekulation schafft eine Information für die Märkte, die positiv ist. Also wenn ich zum Beispiel einen steigenden Preis bei Weizen erwarte und spekuliere dann auf einen steigenden Weizenpreis, dann steigt der schneller an. Aber das sorgt dafür, dass die Produktion von Weizen steigt und damit dann später der Anstieg weniger stark ist. Das heißt, alle haben was davon, dass diese Information der Knappheit früher in den Markt eingespeist wurde. Deswegen ist Spekulation was Gutes. Und wenn ich schief liege und die Knappheit gar nicht da war, dann verliere ich Geld und dann werde ich zu Recht bestraft. Das ist auch was Gutes. Also Spekulation per se ist gut, aber wenn die Zentralbank fehlgeschlagene Spekulation rettet, macht sie zwei Dinge. Erstens, sie entwertet die Informationsfunktion, die positive Informationsfunktion der Spekulation im Markt. Und zweitens bringt sie ein gewaltiges Umverteilungskarussell in Gang. Und zwar in dem Moment, wo die Geldmengen, die sie dafür aufwendet, so gewaltig sind wie das, was wir jetzt seit 40 Jahren, 50 Jahren in US-Dollar und seit 20 Jahren im Euromarkt sehen.
Da reden wir dann nicht mehr über ein paar Milliarden, da reden wir nicht mehr über Billion here, Billion there, soon you're talking real money, sondern wir reden über Hunderte und Tausende von Milliarden, die da in Umlauf gebracht werden. Und jedes Mal werden sie in Umlauf gebracht, um fehlgeschlagene Kapitalmarktspekulationen in großem Stil zu retten. Das wiederum führt dazu, dass eine sehr kleine Schicht von Spekulanten, die über die Mittel, die Ausbildung und die Technologie verfügt, dieses gewaltige spekulative Rad zu drehen, immer reicher wird, und zwar risikolos immer reicher. Das ist eine ungerechte Umverteilung, denn reich wird man entweder durch Unternehmertum, durch Fleiß oder durch Risikonahme. Das ist alles in Ordnung im Markt, aber risikolos reicher werden ist im Markt nicht in Ordnung. Aber das führt natürlich zu einer gewaltigen Umverteilung, zu einem riesigen Sog von Vermögen von ganz unten und von der Mitte und selbst vom oberen Drittel in die Top 0,01%. Und da reden wir wirklich über gigantische Vermögen, die da akkumuliert werden. Und diese Vermögensakkumulation, die im Grunde genommen das Ergebnis eines bürokratischen Geldsozialismus ist und mit dem Markt nichts zu tun hat und auch mit Marktversagen nichts zu tun hat, weil es sich um eine bürokratische Intervention zugunsten einer kleinen, ich sag mal, Spekulationsklasse handelt, die wird natürlich dann dazu führen, dass der Neid und der Sozialneid zu Recht in diesem Fall aufkommt. Das heißt also, die Leute werden sich irgendwann fragen, wie kommt diese gewaltige Umverteilung von unten nach oben zustande, und werden dann wieder den Markt dafür verantwortlich machen, was gesellschaftlich wieder zu nicht wünschenswerten Ergebnissen führt, weil der Geldsozialismus den Markt desavouiert. Zu den gesellschaftlichen Folgen würde ich gerne noch dazu fügen, dass vielleicht doch auch etwas Hoffnung hier bei den Zuschauern entstehen kann. Die Grundentscheidung, die sie treffen müssen und mit ihren Familien, ist, ob sie sich letzten Endes aus Frustration dem Konsum ergeben. Das heißt, sie erst gar nicht substanzielles Sparen und Vermögensaufbauen anfangen und letzten Endes auf einen Wertverzehr hinausgehen. Vielleicht so egoistisch nur für sich selber und sagen, bis zum Ende wird es reichen und so weiter, und dann gehe ich eben fünfmal mehr nach Mallorca und dies und jenes, weil mit dem Geld hat es ja eh alles keinen Sinn, wir sind ja chancenlos, hilft ja keiner. Oder ob sie praktisch sagen, nein, wir werden zur besitzenden Klasse gehören, weil das wird die Zweiteilung der Gesellschaft. Denjenigen, denen es an sich relativ gut geht, bis auf, sagen wir mal, 10% der Bevölkerung, dem Rest wird es gut gehen, und die konsumieren und haben immer neue Sachen und so weiter und so fort. Und dann wird es aber eine breite Klasse geben, die sich bewusst zum Besitz bekennt. Und es ist völlig wurscht, ob sie Ackerland haben oder Wälder, da kommt dann mal der Borkenkäfer oder Sandgruben oder Aktien oder Gold. Aber dass sie sich auf den Weg machen und sagen, wir bauen eigenen Besitz auf, weil irgendwie können wir damit eine Unabhängigkeit erreichen. Dass sie da Rückschläge haben werden zwischendrin, das kann durchaus sein, dass sie zu teuer einkaufen. Aber ich glaube, dass diejenigen, die sich auf den Weg machen, ganz anders dastehen als diejenigen, die aufgeben. Und das ist eben besonders wichtig, dass man den jungen Leuten das ermöglicht und klar macht, weil die sehen nur eins, ja, in dem Wohnviertel sind die Wohnungen so teuer, der Papa konnte noch eine kaufen, ich kann keine kaufen. Man darf die Flinte nicht zu früh ins Korn werfen. Wobei das, was Sie da sagen, ja, ist im Grunde genommen ein Fundamentalproblem. Ich nenne es die Rückkehr zur Bonobo-Wirtschaft. Was für eine Wirtschaft? Die Rückkehr zur Bonobo-Wirtschaft. Also die Bonobos, die Affenart der Bonobos. Ah, sind Zoologe, Herr Kral. Die haben eine sehr, sehr kurze Zeitpräferenz. Das ist der Konsum im Hier und Jetzt, ist das Wichtigste im Leben. Die Zeitpräferenz der Bonobos, die planerische Fähigkeit, die sich aus der Zeitpräferenz der Bonobos ergibt, resultiert lediglich aus dem einen Effekt, dass die Männchen dieser Art wissen, dass die Weibchen dieser Art für das Geschenk von Essen sexuelle Gefälligkeiten erweisen. Also weiter geht der Planungshorizont nicht. Und dieser Planungshorizont des Nullzinses ist die Bonobo-Wirtschaft. Der zieht die Menschen dazu, das zu tun, wovor sie warnen, völlig zu Recht warnen, den jetzigen Konsum vorzuziehen, weil sie sagen, ja, ich komme da eh auf keinen grünen Zweig, also kann ich es auch gleich verkonsumieren. Und das ist ein Problem mit gesellschaftlicher Sprengkraft von ungeheurem Ausmaß. Und zwar, weil es diese Zweiteilung in Besitzende und Nichtbesitzende fördert, ja, und weil es die Menschen animiert zu sagen, es hat eh keinen Zweck. Und das treibt die gesamte Gesellschaft in die falsche Richtung. Ja. Sehen Sie, deshalb heißt es auch Affenschande. Ja, genau. Das ist mir jetzt klar geworden. Ja. Dann haben wir das ja jetzt endlich auch mal geklärt mit der Affenschande. Ja, man lernt nie aus. Ja. Ja, ich möchte das thematisch noch mal weitertreiben und zu einem zweiten Punkt zu kommen. Ein Ergebnis dieser Geldschwemme, die zu negativen Zinsen führt, sind natürlich auch Märkte, die immer nervöser werden. Ja? Und dann weiß ich, Florian, du wirst jetzt auch gleich wieder schreien, das ist ja fantastisch. Volatile Märkte, je mehr das rauf und runter geht, desto mehr Chancen ergeben sich dafür ein Investor. Trotzdem muss man in der Realität sehen,
dass der normale Bankberater und der normale Privatanleger da regelmäßig scheitert. Wie kann ich in so einem Umfeld trotzdem Geld verdienen und warum freust du dich immer so, wenn die Märkte volatil werden? Also die Planbarkeit auch der Wirtschaft und das Investitionsverhalten wird durch relativ volatile oder sehr riskante Wahrnehmungen negativ beeinflusst. Das ist insgesamt ganz unglückliche Konstellation. Die Konstellation, die Markus, Dr. Elsasser gerade angesprochen haben, einer politischen Upheavals, eine wirklich krassen Auswirkung, das ist auch ein Faktor, den wir einziehen müssen mittlerweile in unsere investive Kalkulation. Die nächste Wahl in den USA ist relativ relevant, aber die Volatilität und eine Krise ist nicht unbedingt unser Feind. Ja? Unser Feind ist Finanzrepression und unser Feind ist letztlich unsere eigene Einschränkung und unsere eigene Angst, das nicht so zu sehen, weil die größten Vermögen in den USA zumindest, auch teilweise in Russland, die entstehen in der Phase, in der die Pyramiden drehen. Ja? Also mein Vermögen ist sicherlich auch entstanden durch sehr gezielte Short-Opportunities. Aber wer etwas konservativer oder weniger bewegt in die Sachen rangeht, kann sich auch an diese Bargeld, warum soll ich denn, wenn ich auf 3, 5, 7 Jahressicht investiere, warum sollte ich denn nicht diese Austral-Dollar haben? Warum sollte ich denn nicht etwas in Südostasien haben? Da ist nicht diese Geldmengenmanipulation, wie wir sie kennen. Wir haben dort auch niedrige Zinsen, weil die Zinsjäger in die Region gehen und die Anleihepreise versauen, weil sie bei uns sind sie ja schon total versaut. Aber es gibt diese wirklich vernünftigen Pockets. Man kann auch mittelfristig, langfristig immer investieren. Man muss eine Reserve haben, weil wenn es richtig knallt, da muss ich ein bisschen nachkaufen können, ein bisschen verbilligen können, muss ich das ganze Risiko haben. Warren Buffett-Prinzip, Cash-Anteil, aber den Cash-Anteil, der darf doch bitte noch verzinst werden oder durch Cash- oder zinsäquivalente Produkte. Und deswegen auch, wenn es volatil ist, wie schön ist das denn vor, wie gesagt, ich hatte es in meiner vorigen Präsentation gesagt, vor ungefähr 3 Wochen gab es so einen kleinen Furz in der, im Staatsanleihenmarkt in Tokio, der wenige Tage später eine Kaufmöglichkeit gab bei Gold bei 14,50. Ja, ich muss doch nicht alles Gold heute kaufen. Ich kann mich doch auch ein bisschen einteilen. Und wenn Sachen sehr günstig werden oder wir eine Special Situation haben bei einer Anleihe, das war gar nicht so special, 4 Investment-Grade-Anleihen, heute wieder 2 oder eine, dann ist das doch, das kommt doch dann an auf mich zu, schneller. Und das heißt, ich kriege ganz gute Anlagechancen, weil es sich schnell bewegt, auch wenn ich nur auf Long spekuliere. Was ist jetzt so schlimm daran? Das ernste Thema ist für mich eigentlich, was wir vielleicht auch mal ansprechen sollten, ist die Counterparty-Risk. Wo habe ich denn überhaupt mein Geld? Was passiert in einer echten Schwemmermarkt? Und da habt ihr ja auch eure Meinung dazu. Das würde ich mal gerne. Wo, mit wem darf ich denn überhaupt noch investieren? Ja. Dr. Elsasser, hat ein Value Investor damit ein Problem, mit dem Counterparty Risk? Also es ist so, was Herr Homm beschreibt, selbst alte Hasen und sehr erfahrene Leute können sich nicht freisprechen, dass wenn die Kurse purzeln und unerwartet purzeln und so weiter, das berührt einen natürlich. Also das Erste ist, einfaches Handwerkszeug sich zu arbeiten, dass der Angstfaktor eigentlich so dominiert. Also ich mache es so, sobald ich etwas kaufe, mache ich schon mal einen Abschlag von 30%. Nein, das ist kein Witz. Ja, mental. Das ist ja genauso, wenn Sie eine Immobilie kaufen, was weiß ich, in den meisten Ländern kostet es 10% Onkost, Notar, Grunderwerbsteuer etc. Also haben Sie ja direkt schon mal 10% verloren, ja, wenn Sie am nächsten Minute verkaufen würden. Das heißt, konservativ rangehen, also den Einstandskurs, sagen wir um 30-25% abschreiben, ja, statt 100 haben Sie gezahlt, wenn Sie 100 gezahlt haben, dann ist Ihr Wert 70. So, solange schon mal der Krempel jetzt über 70 bleibt, haben Sie für sich selber psychologisch nicht im Verlust. So, und bei den sehr schwankenden Märkten hilft es natürlich,
was Homs sagt, wo kann man überhaupt investiert sein? Seien Sie nicht in den Märkten als solches investiert, sondern in etwas, sagen wir, in einzelnen Unternehmen, die aber an der Börse sind, wo Sie ein Zutrauen haben. Wenn Sie also ständig zum Optiker rennen und Sie finden den Fielmann gut, der Fielmann ist an der Börse und Sie sagen, ich glaube da irgendwie dran, ja, und der ist bei uns um die Ecke und ich gucke, ob hin und wieder auch noch Kunden da sind. Und der Steuerberater sagt Ihnen, die Bilanz ist ganz ordentlich, der hat ja gar keine Bankschulden. Dann überlegen Sie sich eine Strategie, dass Sie sagen, okay, die Märkte sind nicht mehr eindeutig in eine Richtung, die können sogar runterfallen und bei Kurzfristergebnissen sind die Ausschläge ganz enorm. Dann machen Sie eben ein Dauerkaufprogramm, dass Sie sagen, einmal im Quartal wird die feste Summe von x-tausend Euro, ja, wird investiert und wenn die Kurse tief sind, kriegen Sie im Vielmann und wenn die Kurse teuer sind, jetzt kriegen Sie halt weniger Vielmann. Und so kriegen Sie im Laufe der Jahre einen Durchschnitt. Das geht nur, wenn Sie langfristig optimistisch sind. Wenn Sie natürlich meinen, der Vielmann wird demnächst enteignet oder die Leute lassen nur noch die Augen lasern, dann sollten Sie da aussteigen. Aber Sie werden an sich solche Sachen finden können. Also ich glaube sehr an tiefe Staffellimits, an Abstauberlimits. Und das Entscheidende dabei ist eben die Ruhe. Und bitte keine Vermögensverwalter oder Bankgespräche, wie die Quartalsperformance ist. Ja? Was interessiert Sie, wenn Sie heute sitzen, wie das Quartal vor 3 Jahren war? Das ist ein Furz. Ja? Entscheidend ist ja die lange Linie, das Tatsächliche, ob Sie auf dem richtigen Dampfer sind oder nicht. Und also Cashreserve, eine klare Meinung zu etwas, tiefe Limits, so würde ich in so eine Sache rangehen. Dr. Kreit, Counterparty Risk, genau Ihr Thema. Vielleicht ja. Nochmal 2, 3 Sätze dazu. Ja gut, das Counterparty-Risk ist in dem systemischen Zusammenhang mehr relevant, weil Counterparty-Risiko heißt Kreditrisiko. Und das Kreditrisiko ist der einzige Weg, über den sich das systemische Risiko wirklich durch das System durchfrisst. Dass die Märkte über das Marktrisiko darauf auch reagieren, hat mehr eine psychologische Seite, aber die eigentliche ökonomische Sache, warum Systemrisiken da sind, sind Counterparty-Risiken. Jetzt ist es natürlich so, dass man in einem funktionierenden Marktumfeld beispielsweise über Derivate sehr viel machen kann. Wenn wir aber uns mal ein Marktumfeld anschauen, bei dem Derivate-Counterparties in die Knie gehen und dann ein weitere Derivate-Counterparties nach sich ziehen, dann wird das Marktrisiko, was man über die Derivate gehandelt hat, plötzlich zum Kreditrisiko transformiert. Und dann wird es richtig unangenehm. Es gibt hier im Land eine Bank, die angeblich 48.000 Milliarden Nominal-Exposure bei Derivaten hat. 48.000 Milliarden ist eine Menge, nominal ist es auch eine Menge, aber wenn man alles zusammenrechnet, ist es dann real relativ wenig. Das heißt, also, es cancelt sich zum größten Teil gegenseitig raus. Das Problem, wenn eine Counterparty ausfällt, ist, dann cancelt sich's nicht mehr raus. Dann ist es nämlich so, dass umso weiter man im Geld ist, umso größer ist das eigene Risiko, dass die Gegenpartei nicht mehr bezahlt. Und das ist, glaube ich, an der Stelle unser Grundproblem. Und zwar deswegen, weil eben das Bankensystem schon angegriffen ist. Und es ist nun mal meistens so, dass es große Banken sind, die als Counterparties in Derivatemärkten fungieren. Deswegen bin ich relativ vorsichtig bei der Frage, wie man ein Portfolio und ob man ein Portfolio mit Derivaten absichern kann. Und das heißt jetzt nicht, dass man es gar nicht tun kann. Also ich will jetzt nicht sagen, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, Derivate seien Teufelszeug. Im Gegenteil, ich sage, Derivate sind ein ganz normales Marktinstrument und die Regulierung und der Versuch, es wegzuregulieren, führt nur zu neuen Ineffizienzen an den Märkten, die uns hinterher teurer zu stehen kommen als alles andere. Also dieser Wahn, dass der Staat es besser wüsste als die Marktteilnehmer, dem folge ich in keinster Weise. Aber man muss sich auch über die Grenzen des Instrumentariums im Klaren sein. Und da sage ich, wenn erstmal so die ersten großen Banken in Schwierigkeiten kommen, wovon ich leider immer noch überzeugt bin, also ich habe mich die letzten 12 Monate, seit ich nicht mehr hier auf diesem Stuhl gesessen habe, nicht vom Gegenteil überzeugen lassen, wie Sie nachher noch feststellen werden. Da muss man sich natürlich dann fragen, wie groß ist das Risiko einer Strategie, die auf Derivate setzt und wie viel Counterparty-Risiko habe ich und was bedeutet es auch für die Investoren und für die Investitionen, die ich getätigt habe, haben die selbst möglicherweise Counterparty-Risiken auf dem Buch. Das ist ein leider ziemlich intransparentes Thema. Ja. Diese systemischen Risiken, die sich jetzt peu à peu aufbauen, die ja auch überhaupt nicht mehr zu verleugnen sind, führen ja jetzt zu einer ganz anderen Fragestellung. In dem Moment, wo diese Bankenkrise kommt, die Sie antizipieren, dann müssen wir in der Tat davon ausgehen, dass gewisse Geldwerte rausgebucht oder ausgebucht werden. Und da
ist natürlich grundsätzlich ein Value-Investor, wie Sie, Dr. Elsässer, natürlich relativ auf der sicheren Seite. Aber natürlich werden da auch Unternehmen betroffen sein, die hohe Fremdkapitalquoten haben, die vielleicht Geschäftsmodelle haben, die in Krisenzeiten nicht mehr funktionieren. Wie stellen Sie sich auf so ein Szenario ein und welche Unternehmen wählen Sie noch aus in einem Umfeld der Systemrisiken? Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen die jeweilige Bevölkerung betrachten oder den jeweiligen Wirtschaftsraum. Und was wir ja sehen müssen ist, deshalb ist das gut, dass Sie heute hier sitzen, denn Sie kümmern sich scheinbar oder interessieren sich für Ihr Geld. Denn es ist ja so, die Arbeiter sind geschützt durch die Gewerkschaften. Die Manager haben lange Verträge und können sich durch Anwälte schützen. Der einzige Wirtschaftsfaktor, der vollkommen ungeschützt und ausgeliefert ist, ist das Geld, ist das Kapital. So, und da gibt es eben Länder traditionell und Wirtschaftsräume, wo der Faktor und die Bedeutung und das Bewusstsein über den Wert des Kapitals innerhalb der Gesellschaft, der ist relativ niedrig. Und dann gibt es traditionell Wirtschaftsräume, vor allem in Ländern, wo eine Währungsreform noch nie stattgefunden hat, wo immer noch die alte Währung existiert, also US-Dollar, Schweizer Franken als Beispiel, aber selbst im Pfund, wo von Alters her das Kapital eine ganz andere Bedeutung hat, einen ganz anderen Stellenwert, auch in Skandinavien zum Beispiel. Und das hängt sehr stark damit zusammen, dass an sich die gesamte Bevölkerung in irgendeiner Form mit Kapital und Aktien vor allem verbunden ist. Weil natürlich die Altersversorgungsmodelle in Amerika beruhen darauf, dass die Leute ein Leben lang Aktien sparen, oft bei dem Arbeitgeber, wenn sie ein Leben lang wo waren. Und dann geht auch eine Chefsekretärin heutzutage dann, wenn die ein Leben lang das gemacht hat, mit 3 Millionen Dollar nach Hause. Und daher gibt es auch die Quartalsdividenden in den angelsächsischen Ländern, weil die Leute von dieser Quartalsdividende ihren Lebensabend bestreiten. So, das heißt, der Schutz des Kapitals in einem solchen Land, wo Millionen von Menschen einen Quartalsdividendenscheck gutschreiben lassen, da ist der Schutz des Kapitals natürlich deutlich höher als in Ländern, wo an sich, und das ist in Deutschland leider sehr ausgebreitet, sehr auf Umsatzwachstum, Exportweltmeister und so weiter gedacht wird. Und es ist ja ganz erschreckend, wie in Deutschland selbst Weltmarktführer auch mittelständische Firmen in Privatbesitz, mit was für einer entsetzlichen Minimarge, die sich zufrieden geben. Produzierende Betriebe, 13.000 Mann, 7 Fabriken auf der ganzen Welt, 2% Umsatzrendite nach Steuern. Die haut es ja um wie sonst etwas. Wenn die kleinste Kleinigkeit passiert, das sind Firmen, die sind zum Wachstum verdonnert und das kann natürlich nicht immer anhalten. Das heißt, schlicht gesagt, ich liebe den Schwarzwald, ja, ich liebe auch im Odenwald spazieren zu gehen, aber ich fühle mich wohler mit meinen Aktienengagements in Ländern, wo es ganz normal ist, dass die Umsatzrendite mindestens 10% ist, auch bei sehr alten Firmen und konservativen Firmen. Und eins der schönsten Beispiele, was da möglich ist, ist zum Beispiel in der Schweiz die Geberit. Also ich sage nicht, dass sie die jetzt kaufen sollen oder verkaufen sollen. Ich erwähne es nur, um das mal zu zeigen. Das ahnt keiner. Geberit, die eben Lokusse, Wasserspülung und sanitäre Sachen herstellen, die verdienen 20% Umsatzrendite nach Steuern. Und das als Produzent von Lokussen. Die verdienen so viel wie ein Pharmabetrieb. Ja? Also es gibt da Riesenunterschiede. Also von daher, wo muss man sich viel Gedanken machen, wo ist wirklich dieser Respekt, dieser Entrespekt vor Kapital? Und ich muss sagen, ich fühle mich mit den Banken überhaupt nicht wohl. Ich habe erlebt, dass ich ein Schreiben kriege, weil manche Depots, die sind dann in einer privaten GmbH. Und da bekam ich vor einiger Zeit ein Schreiben oder vor 2 Jahren, wenn ich nicht bis dann und dann eine Leihnummer, eine LEI-Nummer, das war so eine neue Erfindung von irgendjemand, wenn ich die nicht anrücke und mich nicht registrieren lasse, dann weigert sich die Bank, einen Verkauf oder Verkaufsorder entgegenzunehmen. Mit meinem Eigentum. Das ist die eigentliche Gefahr. So. Und von daher würde ich sagen, früher musste man nach Rhodesien auswandern, ja, oder wenn man die Kälte liebte, nach Kanada, um da seine Ruhe zu haben. Heute kann man im Odenwald hocken bleiben. Man muss sich auch nicht aufregen, wenn der Herr Habeck oder Frau Wagenknecht Bundeskanzler werden. Weil sie bleiben hier, sie genießen die gute Luft, aber wo ihr Geld ist, also ich rede nicht von Schwarzgeld, ja ganz offiziell im Depot, das ist ja was anderes und das müssen Sie halt gut überlegen.
Florian, inwieweit beschäftigst du dich mit Systemrisiken, wenn du deine Portfolien zusammenbaust? Ist das schon etwas, was für dich aktuelle Relevanz hat? Oder hast du das lediglich im Hinterkopf, sagst, da könnte mal was kommen und da werde ich dann dementsprechend das Portfolio umschichten? Wie gehst du daran an diese Grundproblematik? Also jede Portfoliostruktur und jede Gewichtung obliegt letztlich auch einer Makro-Risiko- Bewertung und Einschätzung. Und wenn wir zum Beispiel, sind ja eher seit langem auch Finanztitel short, und wir wollen das eventuell stark ausbauen in Amerika, aber wir müssen uns natürlich auch gleichzeitig fragen, wenn die Finanztitel so gut, ganz schlecht laufen, wer hat den Nutzen? Oder das sind wirkliche detaillierte Makroanalysen, einige sind ja bekannt im Börsenbrief. Wie sind die Wahrscheinlichkeiten auf der Timing-Ebene? Wann zieht welches Risiko? Welche Sonderfaktoren fließen da ein? Das ist teilweise richtig komplex. Wir kriegen auch nicht immer die richtigen Antworten. Aber wir programmieren und kalkulieren dann schon in Sphären, die unüblich sind. Sonst hätten wir auch nicht einigermaßen akkurat diesen Crash im vierten Quartal 2018 prognostizieren können. Und wir kommen nicht richtig, also wir sind ja schon happy, wenn wir in Zeitfenster kommen oder Faktorenfenster kommen, um was ableiten zu können. Also ich sag dir eins, es ist verdammt wichtig bei einer Portfoliozusammenstellung für uns. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass wir der Meinung sind, dass dir, was uns bevorsteht, das kann ein Jahr sein, drei Jahre, aber nicht mehr als fünf, dass das so einen fundamentalen Knacks verursacht, dass ich nicht in zwei Jahren durch Zentralbanken wieder aus diesem Maloch geholt werde. Das ist wirklich unvorstellbar. Und deswegen auch ein bisschen careful, ein bisschen vorsichtig bei diesem ständig Zusammenkaufen, ja. Manchmal ist auch für einen Kopfgeldjäger Hit and Run gut, ja. Dr. Kral, letztes Jahr hatten Sie eine ganz interessante Hochrechnung vorgestellt. Und zwar aufgrund dieser anhaltenden Niedrigzinsphase, dass doch mehr und mehr Unternehmen in eine Situation kommen, dass bei einer absehbaren Zinssteigerung, ob sie kommt oder nicht, aber dass die mittlerweile so eigenkapitalschwach sind, dass wir hier eine Welle haben. Und ich kann mich an Zahlen erinnern, dass Sie sagen, das werden 20-30% der Unternehmen mittlerweile nicht mehr überleben, wenn wir einen Zinsanstieg sehen. Wie weit haben sich die Zahlen da aktualisiert? Gibt es da ein bisschen Entwarnung von der Front oder ist es schlimmer geworden? Also schlimmer geworden ist es, aber 20-30% war nicht die Zahl, sondern eigentlich 15. 30% sind es in Japan. Vielleicht sogar auch mehr als 30%, weil die diese Zombifizierung ihrer Wirtschaft jetzt schon 30 Jahre betreiben. Wir haben hier in Europa, also in Euroland speziell, diese Entwicklung, dass wir nach wie vor eine Pleitenrate haben, die um 80% zu niedrig ist. Das heißt, früher haben wir 2% aller Unternehmen, die haben jedes Jahr Pleite gemacht. Mittlerweile sind es noch 0,4%. Letztes Jahr waren es noch 0,5%, aber wir haben diesen Rekord wieder unterboten. Und es ist noch nicht mal das Problem, dass diese Unternehmen quasi eigenkapitaltechnisch austrocknen, sondern das sind einfach Unternehmen, die sind unproduktiv, ineffizient, die stellen Dinge her, die keiner braucht. Und sie sind deswegen Zombies, nicht weil ihre Kapitalstruktur ist, wie sie ist, sondern sie sind deswegen kapitalhungrig, weil ihr Cashflow eigentlich nicht ausreicht, um die echten Kapitalkosten zu verdienen. Und dieses echte Kapitalkosten nicht verdienen, das Problem hat sich so weiterentwickelt. Sie werden nachher aktualisierte Zahlen sehen. Und insofern ist es leider so, dass diese Bombe, die wird jedes Jahr größer. Das heißt, die EZB schichtet mit jedem Jahr, wo sie diese Politik weiter so durchsetzt und den Zusammenbruch sozusagen noch aufhalten kann durch die Niedrigzinsen. Das ist ja auch eine Verzögerung quasi des Zusammenbruchs, den man da ganz bewusst herbeiführt, beziehungsweise nicht den Zusammenbruch, sondern die Verzögerung. Jedes Jahr, wo ihr das gelingt, wird dieser Haufen Sprengstoff wieder ein bisschen größer. Und ja, auch in den letzten 12 Monaten waren es halt wieder 1,5%, die der Haufen größer geworden ist. Insofern, da wir aber auch letztes Jahr ja schon gesehen haben, dass die Erträge der Banken mit der Geschwindigkeit, mit der sie abschmelzen, nicht schon 2019, sondern erst 2020 plus minus an den Punkt kommen, wo dann nicht der Zins, sondern eben die Ertragserosion der Banken der Zünder ist, der den Sprengstoff in die Luft bringt, ist es so, dass wir nicht damit
nicht davon ausgehen können, dass die EZB quasi mit einer Zinsentscheidung die Korrektur auslöst, sondern dass es die Märkte sein werden. Ja, die Einschläge kommen näher. Und was mich mal persönlich interessiert, weil wir hier wirklich eine sehr illustre Runde haben von drei Herren, die weit gereist sind, die viel von der Welt gesehen haben. Und gerade wenn es an ein Endspiel in der Eurozone geht, wo man vielleicht nicht nur sein Kapital internationalisieren muss, sondern vielleicht auch mal vielleicht mit einem Zweit-, Dritt-, Viertwohnsitz lieb zu äugeln, würde mich doch mal interessieren, welche Länder sind hier eigentlich so die Favoriten? Haben Sie selber da schon gewisse Vorsorge getroffen? Und was würden Sie dann tun? Fangen vielleicht mal an bei dir, Florian, und gehen dann mal so eine Runde. Also gut, ich meine, also die Optionen sind begrenzter als bei den anderen, aber vielleicht gibt es dann vielleicht einen Wald zurückziehen oder sowas, ich weiß es nicht. Also auch wenn meine Optionen derzeit begrenzt sind, Tendenz steigend, also verbessern dramatisch. Habe ich die dubiose Auszeichnung als einziger Deutscher, glaube ich, in den Panama Papers und in Paradise Papers zu sein. natürlich ist das Thema, ist eine wunderbare Matrix. Und das ist ganz wichtig, wie wird mit dem Geld umgegangen, wie ist diese Geldhistorie in diesen Ländern, gab es schon Verstaatlichungen, wie hoch sind diese, also dieser ganze Finanzteil, dann gibt es den medizinischen Teil, das ist auch sehr wichtig. Kriminalität ist eine wahnsinnig wichtige Statistik und man möchte sich nicht total isolieren, dann heißt auch Erreichbarkeit und so weiter. Diese Matrix, an der sitzen wir tatsächlich und die ist ziemlich komplex, weil das Thema Asset Protection ist zentral. Es ist eine zweidimensionale Matrix, ich weiß gar nicht erklären, was das ist. Aber es wirft raus ganz klar, was interessant ist und da kommen komische Sachen. Entstehen da teilweise auf der komischen Seite, kann sich kaum jemand vorstellen, aber Uruguay, Marokko, Costa Rica, etwas entfernter. Es zeichnen sich ab Pockets of Excellence innerhalb der EU auch. Das kann die Tschechei sein, das können einige der baltischen Staaten sein. Ich glaube, eine Meinung, die wir teilen, ich möchte nicht vorgreifen, aber England außerhalb der EU ist hochinteressant. Und das verändert sich natürlich auch ein bisschen, also es ist schon etwas dynamisch, aber es ist auch keine schwarze Magie. Das ergibt natürlich auch ganz klare Lösungen, welche Firmenstrukturen in welchen Ländern muss ich unbedingt auch wegziehen. Also das ist, wir haben ja eine schöne teure Wegzugsteuer, versuchen Sie mal in verschiedene Länder wegzuziehen. Aus Deutschland haben Sie schon 33% Ihres Vermögens, wird theoretisch besteuert. Eine schöne deutsche Wegzugsteuer. Wir haben auch schon ein Auslandsinvestmentgesetz. Wenn Sie in irgendeinen Hedgefonds investieren wollen, der super gut ist, 20% Strafsteuer. Wir sind doch schon voll in der Suppe drin mit einer exponentiellen Beschleunigung. Und deswegen ist es für uns einfach Top-Priorität. Und wir werden natürlich unsere Abonnenten 100%ig als Erste informieren. Und unsere Abonnenten kriegen immer ein geiles Deal. wenn die anderen kein geiles Deal haben wollen, ist auch okay. Ja, Dr. Elsässer, ich weiß, Sie sind sehr aktiv in dem Bereich. Ja, also auch das ist in der Frage Ihrer privaten Planung unter der Methode, bitte mobilisieren sich. Ich bin ja groß geworden, sozusagen mit vielen Juristen der Familie, leider in einer Generation vor mir, die mir eingebläut haben, Mieten ist immer billiger, Besitz belastet nur. Also das ist natürlich der größte Blödsinn überhaupt. Entweder bekennen Sie sich zu Nullbesitz und nur Bargeld, da müssen Sie dann später mal ins Hotel ziehen, das ist auch sehr bequem. Aber wenn man Besitz haben will, würde ich nicht warten, bis da es rumpelt und kracht, sondern das müssen Sie parallel zu Ihrem Leben aufbauen. So, und mein Vorbild ist die Gründerin von dem Kosmetikkonzern Estée Lauder. Die Estée Lauder hat am Schluss ihres Lebens 7 Wohnsitze und hatte keinen festen Plan, wann sie wohin fährt, sondern die hat das in ihrem Privatleben nach Wetter, Stimmungslage entschieden, ob sie nach Südfrankreich ging oder nach Florida oder sonst wohin. Also 7 habe ich noch nicht, aber ich habe schon etliche. Und Sie werden lachen, das hängt ganz von Ihrer persönlichen Einstellung ab. Aber Sie müssen damit früh anfangen, denn es nützt Ihnen gar nichts, wenn Sie abgehetzt zur Stunde Null mit dem Koffer ankommen und sind da ein Fremder, kennen keine Sau, ja, da vereinsamen Sie ja. Wenn ich baue das im Laufe der Jahre auf, meine Söhne müssen dann da auch hinfahren, die machen dann mal Party da und so weiter, dass sie überhaupt da integriert werden und dass die Nachbarn sich an einen gewöhnen.
Und ich liebe zum Beispiel Flandern. Ich glaube an Kulturräume. Ich bin also ganz happy in Antwerpen. Wenn ich zur Haustüre rausgucke, kann ich überall sofort Geschäfte machen, weil das sind merkantile Leute. Und vielleicht ist ja Antwerpen in 20 Jahren die Kulturhauptstadt von einem vereinigten Flandern. Das kann ja durchaus sein. Und das Gute ist, dass da die Leute immer schon wussten, die Regierungen taugen nichts. Man muss selber schaffen. Und auf der anderen Seite liebe ich so ein Land wie Finnland. Da ist Platz für jeden. Ja, die sind deutschfreundlich überwiegend. Und es ist eine hochmoderne, digitalisierte Bürokratie, die äußerst freundlich ist. Andere, die mehr, ich bin halt nicht abenteuerlustig, ja, andere, die gehen in Länder, die im Kommen sind. Ich kann immer nur sagen, wenn man nicht in dem Land selber gewesen ist und rumreist, weiß man nichts. Also ich habe ganz viele Länder, zu Armenien war ich noch nie, habe ich einen riesen Vorurteil. Jetzt höre ich, dass das da hochinteressant ist. Also wenn Sie das interessiert, müssen Sie hin. Also ich plädiere dafür, auch hier Reisen, Urlaube, Brückentage ja, nutzen, um Know-how aufzubauen. Fliegen Sie dahin, nicht wo die billigste Bettenburg ist, sondern gucken Sie, ob das nicht ein Standort für Sie sein könnte. Gehen Sie zum teuersten Anwalt der Stadt, sagen Sie, guten Tag, hier bin ich. Wie ist denn das hier im Umfeld? Wie wäre das denn, wenn ich ein Jahr komme? Wer ist denn der richtige Makler? Und dann sagt er, oh, Sie als Ausländer, also ich weiß nicht. Oder ansonsten müssen Sie halt zusehen, dass Ihre Tochter dort klug einheiratet. Und dann sind Sie gesichert. Ja, weil also, Sie dürfen nicht vergessen, einer der größten Reeder aus Hongkong vor langer Zeit, Wai Kai Pao, ja, der hatte in Österreich als Schwiegersohn, Herrn Sohmen. Der lebt, glaube ich, noch oder ist gerade im Sterben. Das funktioniert also über die Kulturen hinweg. Da war das, hat die Tochter alles gut gemacht, denn sie hat einen Weißen in die Familie gebracht und der hat den Konzern weitergeführt. Also seien Sie ein bisschen kreativ. Ne? Also ich würde da auch noch was dazu sagen, das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Aus dem Risikomanagement, aus einer Risikomanagement-Überlegung, warum sollte ich mein Geld dort haben, wo ich lebe. Richtig. Das ist der Satz, das ist die Frage, die sich heute alle stellen sollten. Ja, absolut. Mhm. Sehr Karl, wo sind Sie schon überall hingeflogen? Na gut, ich habe in 80 Ländern der Welt gearbeitet, das ist ein stressig. Sie Armer. Ich habe mir dann einen sehr schönen Platz ausgesucht in Spanien und auch gefunden, aber das ist, glaube ich, nicht so sehr das Thema. Ich glaube, es gab mal diesen wunderbaren Werbespruch, für den die Bank, die ihn damals benutzt hat, gescholten wurde, weil man ihr Anreiz oder Aufruf zur Steuerhinterziehung unterstellt hat mit diesem Werbespruch. Dieser Werbespruch hieß, Reisen bildet Kapital. Reisen bildet Kapital. Und ich glaube natürlich, das Kapital muss mobil sein, damit es sich vermehren kann. Ja? Und da bin ich jetzt ganz bei Florian, warum muss ich da sein, wo mein Kapital ist? Also da ist es ja so, wir leben ja nicht mehr in der Steinzeit, sondern wir haben eben diese Flexibilität. Deswegen sage ich auch den Leuten, kauft ausländische Staatsanleihen kurzer Laufzeit und verteilt es über den Planeten. Jetzt habe ich noch auch eine zweite Diversifikation, ich habe das aber genau andersrum gemacht. Meine vier Kinder sind über den Planeten verteilt. Ja, also da ist eine in New York und eine in Zürich und einer ist Koch auf einem Kreuzfahrtschiff. Und also die holen so meine, dann raus eines Tages. Ich habe da so meine Anlaufpunkte, ja. Und es ist natürlich so, dass am Ende, glaube ich, es gibt natürlich mehr als nur die Frage der Kapitalallokation, sondern man will ja wo sein, wo es schön ist. Und ich glaube, es gibt sowas wie eine innere Zufriedenheit, die hat den Vorteil, dass sie die Fähigkeit zum Nachdenken und zur Kontemplation und zum intensiven Nachdenken fördert. Und insofern sollte man auch das im Auge haben. Jetzt muss man aber ehrlicherweise dazu sagen, das globale Überwachungsnetz wird ja auch engmaschiger. Also ich kann mich erinnern, der seine Depots noch in der Schweiz und in Liechtenstein hatte, der sehr, sehr glücklich war, dem ist mittlerweile wahrscheinlich bewusst, dass das deutsche Finanzamt da direkten Zugriff mittlerweile drauf hat. Das heißt, auch diese Internationalisierung der Depots ist ja nicht mehr so, wie es mal vor 10 Jahren war, sondern man hat ja hier wirklich mit einem globalen Phänomen zu tun. Gibt es da noch Tricks? Diese fiskalische Gier werden wir nicht durch Defensive und durch Ausweichmöglichkeiten in den Griff bekommen. Die fiskalische Gier bekommen wir nur in den Griff, wenn wir das System umstürzen. Ja, da, ja, ja. Punkt. Ja. Richtig. Ja. Absolut einverstanden. Nur bis dahin ist es ja noch durchaus eine gewisse Wegstrecke zu zurückzulegen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Sehr gut. Florian, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal.
Was immer. Ja, bist du? Ja, also ich... Also in der Konstellation, das ist, würde mich sehr wünschen, dass Menschen sensibilisiert sind, aber wir haben ein Durchschnittsalter in Deutschland von 45, in Japan von 55. Japan ist eine Fallstudie der Passivität. Revolutionen finden statt mit einer anderen demografischen Verhältnissen. Und wir haben eine so extrem alternde und wirklich benachteiligte Rentnergeneration dort. Viele arbeiten, bis sie 80 sind, haben überhaupt keine Freude dran. Die Apanage, die besteht, und die Renten, die werden ständig gekürzt. Dann werden Kinder subventioniert. Also die wollen aber keine haben. Suizidrate ist weltweit führend. Und das ist eigentlich der Weg. Und was mich selber am meisten beschäftigt, haben wir eine japanische Sklerose oder kommen wir auf einen sogenannten Inflexionspunkt, wo es dann relativ schnell stufenweise nach unten geht, und die Erwartung, dass wir aus eigener Kraft zeitnah eine Lösung finden, das ist, es gilt definitiv im Glauben, aber in der Wirtschaft ist Hoffen keine Strategie. Ja. Dr. Kreit, ich möchte mal auf dieses Schauen wir mal zurückkommen. Ich habe nämlich flüstern hören, dass Sie schon wieder in einem neuen Buch dran sind und dass da gegebenenfalls auch das Thema Schauen wir mal eine gewisse Rolle spielt. Oder sind mir da falsche Dinge zugeflüstert? Nö, das stimmt schon. Also nicht nur bin ich dran, das ist fertig. Ja. Es ist jetzt gerade im Lektorat, es wird kurz nach Weihnachten erscheinen. Okay. Und der Titel, den verrate ich jetzt schon mal vorab, heißt Die bürgerliche Revolution. Das ist eine Bedienungsanleitung. Schauen wir mal. Und es ist eine Bedienungsanleitung, also es war kein Scherz. Es ist erstmal eine Zustandsbeschreibung unserer Gesellschaft, die ersten paar Kapitel, und dann kommt die Frage, wenn es zu dieser gesellschaftlich-wirtschaftlichen Zuspitzung kommt, die zu erwarten ist und die, glaube ich, mittlerweile keine Außenseitermeinung mehr ist, sondern wahrscheinlich Konsens bei den meisten, dann stellt sich die Frage nach unserer gesellschaftlichen Richtung. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, buchstäblich rechtsrum oder linksrum, also der Weg in die sozialistische DDR 2.0 oder der Weg in eine Republik der Freiheit, in der Freiheit, Marktwirtschaft und Kreativität uns aus dem Schlamassel wieder rausziehen werden. Wenn es uns gelingt, diese zu errichten, dann werden wir unsere besten Zeiten vor uns haben. Und deswegen ist der Mittelteil dieses Buches eine Bedienungsanleitung, wie wir diesen Kampf bestehen und gewinnen können. Und der Schlussteil des Buches ist die Frage, wie müssten wir denn dann das Republik der Freiheit gestalten, inklusive Verfassungsreform, mit allem drum und dran, mit allem, was dazugehört. Das wäre ja ein fantastisches Thema. Wir treffen uns nämlich am 6. Juni wieder in dieser Runde in Lübeck. Vielleicht können wir das dann mal als Oberthema nehmen, da Ihr neues Buch, dieses Schauen wir mal. Also da habe ich jetzt wirklich Lunte gefangen. Da bin ich sehr, sehr interessiert. Es wird ein Vergnügen sein. Ja. Nochmal zu den nächsten Terminen jetzt. Dies ist ja dieses neue Modell des Alpha-Trios. Wir werden quartalsweise mit drei Leuten zusammenkommen. Der nächste Termin wird, soweit ich weiß, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Verkehrtes, der 18. Januar sein in Berlin, wo man sich auch schon jetzt vorab anmelden kann mit einem gewissen Discount noch. Die Personen stehen noch nicht genau fest, deswegen gibt es noch einen Discount. Und dann immer quartalsweise, also 18. Januar, 18. April, werden wir dieses Format fortsetzen. Vielleicht sagst du noch mal was dazu, wie da die Planungen sind. Gibt es da schon was für den Januartermin in irgendeiner Form? Oder? Ja, ich möchte jetzt keine Vorankündigungen machen, aber diese Formate, ich war auch schon öfters mit anderen in Foren, also ich bestimmt nicht, ja, seitdem ich auch für Russia Today Beiträge leiste und so weiter. Wir haben in Foren, die gar nicht im Fernsehen ausgestrahlt werden, Inhalte. Und deswegen haben sie einen ganz anderen Wissenswert. Und wir wollen, es geht nicht um Verschwörungstheorien oder irgendeine Sachen in diesen Foren. Es geht einfach darum, ganz akkurate, sachliche Wissensvermittlung, Weckrufe, hochgradig informativ. Wenn sie da hinkommen, müssen sie was gelernt haben. Weil ich und auch die Phantasma, die das veranstaltet, wir wollen auch
Leute haben in dem Forum, von dem wir was lernen können. Das heißt, wir haben einen hohen Payback. Ich habe heute auch wieder was mitbekommen, neue Sachen. Und das sollte Ihnen auch passieren. Und es sollte vielleicht auch sogar eine Portfolio- oder eine Lifestyle-Relevanz haben. Und das ist der Plan. Aber ich möchte nicht zu viel versprechen. Ja. Definitiv werden es hochqualifizierte Leute sein, die dort sprechen. Und mit einem super Mehrwert. Das ist die Voraussetzung. Sonst mache ich es auch nicht. Ja. Also ich freue mich auf die nächsten Termine. Vielen, vielen Dank an die Runde hier. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe auch Ihnen. Und wir laufen jetzt genau runter auf 30 Sekunden. Also auch vom Timing her, großes Lob hier an diese Referenten. Das ist nicht immer so. Das kann ich sagen als leidvoller Veranstalter und Moderator aus vielen Jahrzehnten. Das hier ist heute eine Punktlandung. Vielen Dank an Sie, meine Herren. Danke. Und ich freue mich auf die nächste Runde. Bis dahin. Danke.